Genau. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung hier. Das heißt, Kerstin Hamann, Personal- und Organisationsentwicklungsleiterin bei den Berliner Wasserbetrieben. Und ich, mein Name ist Jochen Kulver, ich bin Professor für Wirtschaft und Organisationspsychologie in Berlin, werden uns das Thema Gesundheitsgespräche, welche oft in der Vergangenheit unter dem Titel Fehlzeiten, Krankenrückkehrgespräche, eine berühmte, aber nicht unbedingt immer rühmliches Bild hinterlassen haben. Meine Aufgabe wird es sein, ganz kurz einmal in die historische Entwicklung des Krankenstandes und der Rückkehr Fehlzeitengespräche einzuführen. Wir wollen kurz reflektieren, was sagt die Literatur, also was sagen Befürworter, was sagen Kritiker von Krankenrückkehrgesprächen. Wie sieht es eigentlich, das ist der Spiegelstrich, Vereinbarungen zu Gesundheitsgesprächen vor, wie sieht es eigentlich in der betrieblichen Praxis aus? Was sagen eigentlich Betriebsvereinbarungen zum Thema Fehlzeitengespräche, Krankenrückkehrgespräche, Gesundheitsgespräche? Was ist der Stand der Dinge in Deutschland? Wie läuft es in deutschen Betrieben? Nach dieser etwas theoretischen Fundierung wird dann Frau Hamann die Berliner Wasserbetriebe vorstellen als Unternehmen. Und wir werden dort betriebspraktisch das, was wir vorher theoretisch reflektiert haben, einmal beleuchten. Wie haben die Berliner Wasserbetriebe aus der Vergangenheit gelernt? Wie läuft es heute? Und was haben wir erarbeitet, um das Thema Gesundheitsgespräche in die betriebliche Praxis hineinzubekommen? Am Schluss, da wechseln wir uns dann wieder ab. Fazit, Diskussion. Ein erster Blick einmal in die historische Entwicklung der Arbeitsunfähigkeit von 1976 bis ins Jahre 2010 aus dem BKK-Gesundheitsbericht zitiert, gibt uns einmal einen Eindruck davon, wie sich die Arbeitsunfähigkeit jetzt hier durchschnittlich Tage je beschäftigtes Mitglied entwickelt hat. Wir sehen 1976, hier nochmal getrennt nach Frauen und Männern, wir schauen jetzt mal Wohnort-Tage insgesamt, also die graue Kurve, sehen wir, waren es 22,5 Tage im Durchschnitt. Und dann haben wir bis auf 1980 den Höchststand, den historischen Höchststand von 26,1 Tagen zu verzeichnen. Und seit diesem Zeitpunkt geht es sukzessive ein bisschen rauf und runter, aber dann geht es sukzessive runter bis zum Jahre 2006. 2006 und 1980, also historische Jahre, weil ab 2006 sehen wir, haben wir wieder sukzessive einen Anstieg zu beobachten. Wir sind noch in der Historie 1980. Was war hier los? In der Danziger Lehnwerft, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen von Ihnen noch, beginnt ein Streik, der sich auf ganz Polen ausweitet. Forderungen, wie wir sie heute auch in Deutschland haben, mehr Freiheit und bessere Lebensqualität. Helmut Schmidt wurde Bundeskanzler und Deutschland wird nicht irgendwo, sondern in Italien Europameister. Das waren die guten Nachrichten im Jahre 1980, aber wo Licht ist, ist auch Schatten. John Lennon wurde in diesem Jahr ermordet. Ronald Reagan wurde Präsident der USA. Und FC Bayern wurde deutscher Fußballmeister. Also nicht alles. Nicht nur Licht. Etwas Historisches passierte zudem in diesem Jahr, und wenn ich jetzt, ja, wir haben gelernt, interaktiv in das Plenum hineinzusteigen, ein Buch hochhalte, wird jeder beschämend an seine Jugendsünden denken. Natürlich kennt es keiner von Ihnen und dort hat es jeder gelesen, nämlich das Buch von Dr. Anarcho, man beachte dieses Wortspiel, Dr. Marihuana und Dr. Kiftana, Wege zu Wissen und Wohlstand oder lieber krank feiern als gesund schuften. Eine Fibel, wie man
den Arbeitsweg für eine Neuauflage entgehen kann. Der Vorgänger war eine in Italien erschienene Kampfschrift: Absentismus, die Kunst des Krankfeierns. Das wird jetzt bitte aus dem Protokoll ausgeschnitten. An der Stelle mache ich jetzt offiziell weiter. 1991, der Spiegel, Volkssport Krankfeiern als Titelblatt zu jener Zeit. Und wer es nicht tut, so titelte der Spiegel, gilt als dumm. Was bedeutete das für die Betriebe? Wie reagierten die Betriebe darauf? Wie wurde das diskutiert, nämlich die Einführung von Krankenrückkehrgesprächen, von Fehlzeitengesprächen, die in dieser Zeit im Grunde ja geboren wurden, zum ersten Mal professionell in den Betrieben Eingang fand. Ich habe Ihnen hier mal die Entwicklung aufgezeichnet zu jeder Zeit. Schmidt-Spielinski bezeichnet 1988 Krankenrückkehrgespräche noch als Neuland, welche gerade mal in 5% der Firmen systematisch stattfinden. Einige Jahre später berichtete Salowski schon von rund 30% der Maßnahmen zur Fehlzeitenreduktion werden durch Rückkehr- und Fehlzeitengespräche abgedeckt. Zinke berichtete 1999, dass mittlerweile in allen Branchen Rückkehr- und Fehlzeitengespräche stattfinden. 2002 von Büren Betriebe für Rückkehr- und Fehlzeitengespräche durch zu 94% und Pfaff, Krause und Kaiser für die Automobilindustrie berichtet von einem Verbreitungsgrad von über 80%. Also ein wichtiges Thema für Betriebe und damit auch für Betriebs- und Personalräte, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Die erste große Publikation, die viel Wellen geschlagen hat und die ein oder andere von Ihnen vielleicht auch kennen, war das Buch von Spies und Beigel 1996, Einer fehlt und jeder braucht ihn, wie Opel die Abwesenheit senkt, fast ein Bestseller in diesem Bereich. Und hier wurde unter der Überschrift Anwesenheitsverbesserungsprozess, AVP, kurz abgekürzt, wurden 4 Gesprächsstufen der Krankenrückkehrgespräche praktiziert. Kurz zusammengefasst, ein eskalativer Prozess, der zunächst einmal, hier haben wir das Symbol der offenen Arme, mit einem Motivationsgespräch beginnen sollte, falls jemand erkrankt war, vertrauensbildende Maßnahmen im Sinne von, wir haben Sie vermisst und freuen uns, dass Sie jetzt wieder da sind. Im Falle der wiederholten Krankheit innerhalb von 9 Monaten, dieser 9-Monats-Rhythmus zieht sich durch die einzelnen Stufen durch, kann die zweite Eskalationsstufe, das Mitarbeitergespräch, hier das Symbol der gelben Karte, Folgen des Fehlens wurde für die Abteilung aufgezeigt, sie fehlen im Arbeitsprozess. Bei wiederholter Krankheit, der hier als Symbol der gehobene Zeigefinger Konsequenzen deutlich machen, weiteres Fehlen wird für Sie Folgen haben und in der nächsten, 4. roten Stufe als Symbol, das Paragraphenzeichen, auch Erörterung des Fehlzeitenverhaltens und Informationen über die Möglichkeit einer Kündigung, also Aufzeigen von arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Eskalative, sanktionierende Krankenrückkehrgespräch bei Opel seinerzeit ins Leben. Von der Verantwortlichkeit her war in der ersten Stufe der unmittelbare Vorgesetzte in der Aufgabe, auch in der zweiten Stufe. In der dritten Stufe fand das Gespräch dann schon mit dem unmittelbaren Vorgesetzten und dem nächsthöheren Vorgesetzten statt. Und in der 4. Stufe wurde das Gespräch mit einem Vertreter, einer Vertreterin der Personalabteilung, üblicherweise mit einem Juristen oder einer Juristin, geführt. Es gab Befürworter und Kritiker. Wenn wir uns die Befürworterschriften einmal anschauen, dann lesen wir solche Zeitschriftentitel wie das Rückkehrgespräch, ein Instrument gesundheitsgerechter Personalentwicklung, ein konstruktives Instrument zum Abbau von Fehlzeiten und Spielinski gibt den Arbeitgebern den Rat,
vor gelben Scheinen bitte nicht resignieren. Aus der Bockkritiker. Das Rückkehrgespräch, fürsorglicher Dialog oder hochnotpeinliche Befragung, titelte Wied. Ein Jahr später Skalpell, Schrotflinte oder lockerer Zügel. Einige Gedanken zur Wirkungsweise von Rückkehrgesprächen. Hier also der Hinweis, hier wird scharf geschossen. Ja. Wenn die Moderatorin dies erlaubt. Ja. Der Speed. Das ist eine Autorin, eine Wissenschaftlerin, die sich damit auseinandergesetzt hat. Ja, ja. Wenn Interesse an der konkreten Literaturliste steht, kurzer Hinweis, beziehungsweise im September erscheint in der Zeitschrift für Personalführung von uns beiden ein Artikel, in dem das auch nochmal nachzulesen ist. Weiteres Fehlen wird zu Folgen haben. Wompel spricht von Jagd auf Kranke und Kiesche warnt, Vorsicht, Falle. Das Krankenrückkehrgespräch. Wer hat nun recht? Wer hat nun recht, wenn wir, liebe Kritikerinnen und Kritiker und Befürworter, uns anschauen? Wenn wir es wissenschaftlich reflektieren, es gibt wenig solide wissenschaftliche Studien. Eine, die ich wirklich wärmstens empfehlen kann und die von der Hans-Böckler-Stiftung unterstützt wurde, ist eine Studie, die Kollege Pfaff mit Mitarbeiterinnen durchgeführt hat. Und ich darf ein Ergebnis seiner Studie zitieren. Er schreibt, es gibt zwar viele Hypothesen, aber kaum empirische Belege für die positiven und negativen Auswirkungen der Krankenrückkehrgespräche. Weder die Befürworter noch die Kritiker vermögen es jedoch, empirisch gesicherte Belege für ihre Behauptungen vorzulegen. Die wenigen wissenschaftlichen Untersuchungen zu diesem Thema enthalten zudem kontroverse Ergebnisse, die sowohl den Fürsprechern als auch den Kritikern Gründe liefern, an ihren Hypothesen festzuhalten. Aus diesem Buch und aus anderen theoretischen Reflexionen können wir aber einige Mindeststandards festlegen, die an ein gutes Gesundheitsgespräch gelegt werden müssen. Ich werde dies theoretisch skizzieren. Wir werden dann von Frau Hamann die betriebspraktische Umsetzung für die Berliner Wasserbetriebe vor dem Hintergrund dieser theoretischen Überlegungen erörtert bekommen. Zunächst mal, ganz wichtig, wenn wir Gesundheitsgespräche durchführen wollen, dann sollte eine theoretisch fundierte Leitidee existieren. Stichwort Leitfadenorientierung. Und diese Leitfadenorientierung sollte transparent die Vorgehensweise, also Anlass des Gesprächs, Form und Inhalt des Gesprächs beschrieben werden und wir sollten auf eine Standardisierung achten, die einheitlich im Unternehmen praktiziert wird, wie eben das Gesprächskonzept von den Führungskräften umgesetzt wird. Also Stichwort Transparenz. Zweitens, welche Anforderungen sind an die Führungskräfte zu stellen? Führungskräfte benötigen zum Führen von Gesundheitsgesprächen eine solide Qualifikation. Zum einen eine Gesprächsqualifikation und zum anderen auch eine Gesundheitsqualifikation. Also Gesprächsqualifikation im Sinne von, wie führe ich überhaupt gute Gesundheitsgespräche und was bedeutet überhaupt Gesundheit, Belastung, Beanspruchung, Ressourcen im Unternehmen, wo geht die Reise hin, Stichworte wie Burnout, wie haben sich Erkrankungen im Laufe der Zeit entwickelt und so weiter und so fort, sollten Thema einer dermaßen Qualifizierungsmaßnahme sein. Und drittens, ganz, ganz wichtig, müssen natürlich auch Anforderungen, wir haben eben von der Kollegin das Stichwort Unternehmenskultur auch gehört, ganz konkrete Anforderungen an die Organisation gestellt werden. Nämlich, Gesundheitsgespräche dürfen, möchte ich sogar sagen, nur in den Organisationen geführt werden, in denen für den Vorgesetzten auch eine Unterstützungsstruktur existiert. Ein Expertennetzwerk, eine Toolbox für die Führungskräfte und in denen die Führungskräfte auch eigene finanzielle Mittel zur Verfügung haben, um eben gesundheitsförderliche Maßnahmen durchzuführen. Also zwei Stichworte, die hier zu merken sind. Einmal ganz wichtig, Führungsunterstützung,
wie wichtig das für die Führungskräfte ist, welche große Herausforderungen und Anforderungen Führungskräfte gestellt sind. In der Praxis werden wir auch gleich hören. Und eben zweites Stichwort Gesundheitsbudget. Wie sieht es nun in deutschen Landen aus? Es gibt eine sehr aktuelle Studie von Kiesche, auch dankenswerterweise von der Hans-Böckler-Stiftung finanziert. Und der Herr Kiesche hat einmal Betriebsvereinbarungen zum Thema Gesundheitsgespräche, Krankenrückkehrgespräche, Fehlzeitengespräche angeschaut, analysiert, wie denn in den Betrieben ganz konkret Krankenrückkehrgespräche organisiert werden. Und er kommt zu einem erschreckenden Ergebnis. Ich darf ihn zitieren. In den vorliegenden Betriebsvereinbarungen überwiegen die gestuften Krankenrückkehrgespräche, denken Sie an das Opel-Konzept, deren Disziplinierungsfunktion offen zutage tritt. Die fürsorglichen Krankenrückkehrgespräche, die er frei von Disziplinierung und Kontrolle gestaltet und als tatsächliche Gesundheitsgespräche gewertet werden können, wurden in den zugrunde liegenden Vereinbarungen nicht umgesetzt. Dass es dennoch geht, sozusagen als Best-Practice-Beispiel, als Leuchtturmbeispiel aus der betrieblichen Praxis. Das wollen wir jetzt erläutern. Frau Hamann ist dann nett und gibt Ihnen einen Einblick in der Niederwasser. Ja, vielen Dank. Damit Sie sich überhaupt erstmal einen Eindruck verschaffen können, welches Unternehmen es hier geht, erstmal so ein paar kleine Rahmenbedingungen. Die Berliner Wasserbetriebe sind mit 4.500 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber Berlins. Wir haben ungefähr ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer bei uns im Unternehmen, 500 Schichtbeschäftigte. Wir haben eine Teilzeitquote von 34%. Unser Durchschnittsalter liegt bei ca. 50, durchschnittliche Betriebszugehörigkeit ca. 25 Jahre, alles nur so über den Daumen. Wir haben relativ hohe Fehlzeiten, da die immer schlecht miteinander vergleichbar sind, ist es für uns also intern immer eher so ein Indikator, als dass wir uns jetzt mit anderen Unternehmen zwangsläufig vergleichen. Aber ich sage jetzt mal so zwischen 7,5 und aufwärts Prozent liegen wir immer. Wir haben eine hohe Quote von Kolleginnen und Kollegen, die langzeiterkrankt sind. Also auch da überdurchschnittlich hoch, wenn man das jetzt mit den Informationen der Krankenkassen vergleichen kann, sind 10%, dass 10% der Belegschaft langzeiterkrankt sind, normal. Bei uns haben wir ungefähr die doppelte Quote. Also wir haben ein großes, großes Thema, was das Thema Fehlzeitenmanagement, betriebliches Gesundheitsmanagement betrifft. Das vielleicht erstmal als Rahmeninformation. Genau, man muss sich immer direkt ansprechen, das Laptop. Diese Ausgangssituation hat auch dazu geführt, dass unser Vorstand natürlich ein ganz starkes Interesse daran hat, die Fehlzeiten zu reduzieren. Und genau mit diesem Ansatz sind wir 2007 dann gestartet und haben in Zusammenarbeit mit einer großen Krankenkasse, also mit der TK, kann man hier auch mal namentlich nennen, ein betriebliches Gesundheitsmanagement aufgebaut, das diesen Strukturen folgt. Ich glaube, dass es Ihnen relativ bekannt sein dürfte. Also erstmal eine Analyse der Gesundheitsdaten, daraus entwickeln wir Angebote, führen sie durch, evaluieren dann auch immer den Erfolg der Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Und das ist jedes Jahr so ein KVP. Also wir führen wirklich genau dieses Schema einmal im Jahr durch. Wir holen uns auch immer die Berichte der Krankenkassen, sodass es wirklich maßgeschneiderte Maßnahmen für unser Unternehmen sind. Das Ganze hat das Ziel der gesundheitsfördernden Arbeitsgestaltung. Wir sensibilisieren die Führungskräfte und stärken die Gesundheitskompetenz der Beschäftigten. Und das Ziel ist klar, Leistungsfähigkeit erhalten und die Leistungsbereitschaft auch zu erhalten. Ich glaube, das ist nichts Neues. Mir war nur wichtig, dass man wirklich einmal sehen kann, dass es eine Systematik ist. Also wir haben nicht gesagt, wir führen jetzt Gesundheitsgespräche mit den Führungskräften oder schulen sie darauf hin, sondern es ist ein großes System, was im Hintergrund steckt. Und hier gehe ich nochmal genauer auf die Inhalte ein, weil in 2007 haben wir im Hintergrund das System aufgebaut und sind dann im ersten Schritt wirklich hauptsächlich auf der Verhaltensebene aktiv geworden. Also Verhaltensebene bedeutet Ernährungsworkshops, Kurse zur Stressbewältigung und Prävention, das ist eigentlich eher jüngere Daten, 2010, 2011 haben wir das intensiv gemacht,
Bewegungsangebote, Rückenschule. Wir haben betriebsinterne Massagen auf allen unseren Betriebsstellen. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, wir sind super dezentral organisiert. Also wir haben diverse Klärwerke, Wasserwerke, Pumpwerke, Rundnetzbetriebsstellen, Kanalbetriebsstellen. Und in einer Flächenstadt wie Berlin ist es natürlich, können Sie sich vorstellen, wirklich sehr, sehr dezentral. Von Nord nach Süd, da sind Sie schon mal mehr als eine Stunde unterwegs. Also auch schwer zu organisieren. Diese ganzen vielen kleinen Maßnahmen für die Beschäftigten sind sehr schwer zu organisieren. Und wir erreichen die gewerblichen Mitarbeiter dementsprechend auch schwer, genauso wie die Führungskräfte. Also nur, dass man diese Hintergrundfolie auch immer mitdenkt. Das waren also in den ersten ein, zwei Jahren, war das Oder Maßnahmen, zusätzlich zu Gesundheitszirkeln, die wir gemacht haben. Also das war das zweite Instrument. Sehr stark haben wir gesetzt auf die Beteiligung der Beschäftigten aus den unterschiedlichen Schwerpunktthemen, also gewerbliche versus kaufmännische, um einfach mal zu schauen, welche Themen haben denn die Beschäftigten. So, auf der Ebene der Verhältnisprävention, also Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufe, haben wir den großen Schritt gewagt, um das Schichtmodell zu reformieren, haben dann ein Schichtmodell unter Beteiligung der Beschäftigten umgesetzt und sind jetzt gerade dabei, die Steuer- und Überwachungstätigkeiten, Hintergrundautomatisierung, fortschreitende Technologisierung, einfach mal mit den Mitarbeitern zu analysieren, wie kommen die mit den veränderten Arbeitsbedingungen und Arbeitsanforderungen zurecht, weil das war ja auch schon Thema im Laufe des Tages, dass sich da viel verändert hat und einfach mal zu schauen, Stichwort Daueraufmerksamkeit, Vigilanzforschung, wie geht es damit? Drittes Thema, und da kommen wir dann auch jetzt auf das eigentliche Thema des heutigen Vortrags, Gesundheitsgespräche, Systemprävention. Wir haben eine interne und externe Mitarbeiterberatung, also externe Mitarbeiterberatung nennt man auch EAP, Employee Assistance Program, das ist vielleicht schon mal begegnet, was so viel bedeutet wie eine telefonische Beratung, wo sich Mitarbeiterinnen und Führungskräfte über arbeitsbezogene Themen beraten lassen können, aber auch private Themen, weil immer der Zusammenhang ja auch besteht, wenn jemand unter einem psychischen Druck leidet, muss es nicht immer nur am Arbeitsplatz begründet sein, sondern es kann auch schon von zu Hause mitgebracht sein, ist aber trotzdem für uns als Arbeitgeber genauso oder ist gleichberechtigt wichtig. Und unsere Führungskräfte, und da greife ich jetzt auch schon mal auf, was Herr Prümper gerade gesagt hat, welche Voraussetzungen müssen eigentlich gegeben sein, um überhaupt Gesundheitsgespräche von Führungskräften zu erwarten, nämlich eine Unterstützung der Führungskräfte. Also wir gehen nicht her als Unternehmen und fordern von unseren Führungskräften, macht mal, verändert euer Führungsverhalten, ohne dass wir ihnen nicht auch sagen würden, wie es geht oder wo sie Unterstützung bekommen. Und dazu haben wir mit diesem externen Beratungsdienst eine Vereinbarung geschlossen und für unsere Führungskräfte speziell gibt es da eine Hotline, wo sie sich für alle schwierigen Führungssituationen auch nochmal eine Unterstützung holen können, weil es wirklich schrecklich ist. Also ein Gespräch zu führen, wenn jemand psychisch belastet ist, krank ist, Gesundheitsgespräch vorzubereiten, ist nicht gerade trivial und es ist ein Kerngeschäft der meisten Führungskräfte. Von daher also auch ein Unterstützungsprogramm von Anfang an. Ja, betriebliches Eingliederungsmanagement ist bei uns seit 2 Jahren zentral organisiert. Es gibt also auch nochmal eine gute Unterstützung für unsere Führungskräfte, aber auch natürlich für die Beschäftigten, dass sie eine neutrale Anlaufstelle haben, wo sie sich beraten lassen können und wo sie Unterstützung bekommen. Und jetzt komme ich zu den Begrüßungs- und Gesundheitsgesprächen. Was es aber deutlich machen sollte, ist, wir haben also wirklich ganz, ganz umfangreiche Rahmenbedingungen, die nicht nur aus dem betriebsärztlichen Dienst, der Arbeitssicherheit oder aus der Personal- und Organisationsentwicklung allein kommen, sondern es ist wirklich ein Netzwerk von unterschiedlichen Akteuren, wo auch unsere Personalräte gefragt sind, wo wir wirklich gut zusammen agieren und auch nur so kann ich es mir eigentlich vorstellen, weil ansonsten ist es ein rausgelöstes Instrument. So, das hatte ich gesagt, Gesundheitsgespräche sind bei uns Bestandteil eines ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagements, Arbeitsgestaltung, Personal- und Organisationsentwicklung und verhaltensbezogene Angebote sind gleichberechtigt. Wir haben im Februar 2011 eine Dienstvereinbarung verhandelt, gemeinsam oder abgeschlossen vorher verhandelt, gemeinsam mit unseren Arbeitnehmervertretungen, die dann, darum auch das Foto, das Bild, die dann in dieser Form auch an alle Beschäftigten verschickt wurde, mit der Gehaltsabrechnung, sodass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter dann auch nochmal nachlesen kann, was ist neu im Unternehmen,
worum geht es. Die Verhandlungen waren nicht unbedingt immer einfach. Also das, glaube ich, kann sich jeder von Ihnen lebhaft vorstellen, weil da gehen natürlich auch Ängste, Annahmen, Befindlichkeiten, das geht alles kreuz und quer. Und wie Herr Prümper gerade vorgestellt hatte, dieser Ablauf, wie bei Opel in der Broschüre das ganz deutlich gemacht, weil diese vier Stufen, das gleiche hatten wir auch. Bei uns gab es eine Regelung zum Umgang mit häufig erkrankten Mitarbeitern, wo auch der Stufenplan sozusagen schon vorgesehen war, also wo es dann die Eskalationsstufen schon in der Vereinbarung zusammengefasst waren. Und vor diesem Hintergrund wollten wir jetzt einen neuen Weg beschreiten und das war natürlich dann auch mit einigen Diskussionen verbunden. Das sind die Inhalte, die Sie hier sehen. Ich gehe jetzt nur auf die fettmarkierten, fettgedruckten Inhalte näher ein. Und zwar fangen wir gleich mit der... Ein guter Einstieg, genau. Wir haben genau definiert, was wir von den Gesundheitsgesprächen, von den Führern der Gesundheitsgespräche erwarten. Und zwar sehen Sie links immer den Schwerpunkt des rechten Absatzes. Und das macht wirklich nochmal deutlich, worum es hier geht. Fürsorge, Integration, Wertschätzung. Also die Beschäftigten sollen nach jeder Abwesenheit begrüßt werden im Unternehmen. Da sagen, haben uns auch einige Kollegen gesagt, oder auch Führungskräfte, das soll so eine Selbstverständlichkeit. Und andere haben uns erzählt, ja, meine Führungskraft, die hat einfach gesagt, wir hatten es da mal anfangen. Passt jetzt drei Wochen nicht da, ist ja schön, dass du nicht da bist, kannst jetzt mal loslegen. Und so, das ist natürlich genau, wie wir auch diskutiert haben, der Umgang miteinander, das ist so wesentlich und so wichtig, sodass wir das also alles hier definiert haben und ja, die Philosophie sozusagen des Unternehmens wirklich ganz deutlich definiert haben. Integration, die Arbeitsaufnahme soll erleichtert werden, die Wertschätzung, Führungskultur, darum geht es einfach, Führungskultur, wirklich miteinander in Kontakt zu bleiben. So, jetzt kommen wir schon zu dem eigentlichen Gesundheitsgespräch. Das eigentliche Gesundheitsgespräch ist bei uns, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin wirklich krank war, also nicht nur aus dem Urlaub zurückkommt, sondern auch wirklich krank gewesen ist, dass ich mir dann Gedanken mache als Führungskraft, ist da vielleicht irgendwas im Hintergrund, was ich wissen sollte, ist mir was aufgefallen, dass bei dem Mitarbeiter irgendwas im Argen, wie kommt er mir auch in der letzten Zeit verändert vor oder sonstige Dinge. Will heißen, die Verantwortung dafür, ob ein Gespräch geführt wird oder nicht, liegt wirklich bei der Führungskraft. Es ist nicht so, dass wir als Unternehmen sagen, mit jedem Mitarbeiter, der krank gewesen ist, muss per se ein Gespräch geführt werden. Das ist manchmal wirklich, das wäre auch zu statisch, ne? Das macht keinen Sinn. Sondern die Führungskraft selbst soll die Verantwortung darüber haben, führe ich das jetzt oder tue ich es nicht. Bin ich auch sonst gut im Kontakt miteinander oder habe ich eher weniger Kontakt, weil meine Mitarbeiter ständig im Außendienst sind, das sind hinterher auch Unterschiede. Es ist repressionsfrei. Es gibt vom Personalmanagement eine Empfehlung. Es ist eine Empfehlung, es zu führen. Die Teilnahme am Gespräch ist komplett freiwillig, sowohl, ja, also auch von den Mitarbeitern. Mitarbeiter kann auch sagen, ich möchte das nicht. Ich habe jetzt irgendwie nicht so recht in die Notwendigkeit, ich möchte das nicht. Sanktionsfrei. Sagt der Mitarbeiter, nee, ich möchte nicht, bleibt ohne negative Konsequenzen. Und gemeinschaftlich. Es soll gemeinschaftlich geschaut werden, was die Ursache sein könnte. Und da ist es so, dass auch unsere Führungskräfte, die gesamten Netzwerke, was ich Ihnen vorhin gerade vorgestellt habe, die Instrumente, die im Hintergrund liegen, also unsere interne Mitarbeiterberatung ist nochmal um eine weitere Sozialarbeiterin verstärkt worden, um einfach auch die Unterstützung für beide Seiten geben zu können. Perspektivreichtum, weitergehende Unterstützung, intern, extern, ne? Dass die Führungskräfte auch den Mitarbeitern sagen können, nicht, ich bin ihr Experte, ich muss ja kein Experte für psychische Dispositionen sein, aber ich weiß, an wen Sie sich wenden können. Das ist das, was hier mit gemeint ist, Perspektivreichtum. Sachlichkeit, es soll sachlich angesprochen werden, wenn es um etwas geht. Und auch da weisen wir immer wieder darauf hin, die Trennung zwischen einem Gesundheitsgespräch und vielleicht einem Gespräch, wo ich als Führungskraft meine Unzufriedenheit mit Arbeitsergebnissen ausdrücken möchte. Weil es ist so, dass diese Gespräche schon manchmal auch vielleicht missverständlich dazu genutzt werden, jemandem zu sagen, naja, also ich habe so das Gefühl, Sie sind auch immer dann, wenn wichtige Besprechungen anstehen, nicht da. Ja? Also solche Sachen haben in einem Gesundheitsgespräch überhaupt nichts verloren. Und das ist genau das, was wir hier wirklich auch in den Vorträgen im Laufe des Tages schon hatten. Es geht hier wirklich um Fürsorge, um Hilfestellungen, um Gemeinschaftlichkeit und nicht um ein verkapptes Instrument, in dem ich dann mal sagen kann, was mir schon lange auf der Seele liegt.
sondern konsequente Führung beginnt woanders. In dem Moment, wo ich mit Arbeitsergebnissen oder Arbeitsverhalten nicht zufrieden bin, muss ich darüber reden. Das Gesundheitsgespräch hat zum Inhalt, über die Gesundheit oder mögliche Einschränkungen, Belastungen am Arbeitsplatz oder sonstige Dinge zu sprechen. Wird ein Gespräch von beiden Seiten gewünscht, ist uns auch wichtig Verbindlichkeit. Also es kann ja sein, dass man sagt, im nächsten halben Jahr, ich habe da eine Krise zu bewältigen, vereinbaren wir uns darauf, dass die Arbeitsaufgaben so zu verteilen werden. Das ist verbindlich dann auch festzulegen, damit es für beide Seiten auch dann nachvollziehbar ist und auch der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin die Möglichkeit hat, uns zu gehen und zu sagen, wir hatten uns doch da auch was verständigt. Professionalität. Auch die Führungskraft ist nicht immer, oder beide Seiten finden nicht immer einen guten Weg zueinander. Und da haben wir dann, sind wir vom, also von der, in der Personalabteilung so aufgestellt, dass für jede Organisationseinheit bestimmte HR-Referentinnen dann verantwortlich sind. Und die können dann auch beraterisch hinzugezogen werden. Sodass es hier auch Professionalität oder unsere interne Mitarbeiterberatung. Also man kann sich da wirklich nochmal jemanden hinzuziehen und sagen, ich brauche da Unterstützung. Jetzt nochmal Überblicksartig. Zusammengefasst, Begrüßungsgespräch Ihnen nach jeder Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, Elternzeit, ich weiß nicht, was es auch immer sein kann, Integration. Die Gesundheitsgespräche, da geht es um Verantwortung, sie sind repressionsfrei und Professionalität steht im Vordergrund. Also Sie sehen eine ganz deutliche Trennung von irgendwelchen Eskalationen. Hier geht es wirklich darum, wachsam zu sein, sensibel zu sein, sich für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu interessieren, immer mal dran zu sein, zu überlegen, na, wie könnte es denn gehen, ist mir da was aufgefallen. Und dann den Kontakt zu suchen, nicht zu warten, wie wir es jetzt haben, weil ich hatte ganz am Anfang gesagt, wir haben wirklich mehr, so um die 20% unserer Beschäftigten, die in der Langzeiterkrankung im Sinne des betrieblichen Eingliederungsmanagements sind. Nicht zu warten, bis wirklich sich Dinge verfestigen unter Umständen, sondern wo die Möglichkeit besteht, frühzeitig dann auch schon zu intervenieren und präventiv tätig zu werden. Das ist Sinn und Zweck der Gesundheitsgespräche. Ja. Ich hätte eine Nachfrage. Das ist ja ein Stück weit auch eine Konkurrenz zu dem BEM-Gespräch. Also Sie führen ja eine Stufe vor dem BEM-Gespräch und trotzdem mit der Situation, dass eventuell Maßnahmen daraus entstehen. Welche Verbindlichkeit ist denn da gegeben für den Beschäftigten, dann, wenn er dann auf einen Missstand hinweist, das direkt ins BEM-Gespräch zu führen oder eventuell dann da auch abzuschalten? Ja. Weil ich jetzt mal an, dass er zum Beispiel krank ist, weil er vielleicht mit dem Vorgesetzten ein Problem hat. Ja. Was dann da passiert? Ja, also wenn, das ist natürlich genau dieses Problem, wo man sagt, der Vorgesetzte ist ja auch Teil des Problems, ne? Mit dem spreche ich dann. Und dann würde ein Mitarbeiter sicherlich nicht sagen, er möchte gerne ein Gesundheitsgespräch führen. Also das ist dann wahrscheinlich eher schwierig. Oder er müsste sich dann noch zur Unterstützung jemanden holen und sagen, das nehme ich jetzt mal als Chance, dass ich so ein Gespräch führen kann. Konkurrenz zum BEM sehen wir eben nicht, weil wir sagen, das eine ist eben dem BEM vorgeschaltet. Und wenn es vorher auf dem Weg keine Lösungen gibt, wenn ein Mitarbeiter mit Führungskraft Probleme hat, dann kann er im BEM, bei einem BEM-Kollegen seine Unterstützung suchen. Und wir haben auch extra in unserer Dienstvereinbarung festgelegt, dass ein Mitarbeiter auf eigenen Wunsch ins BEM gehen kann. Also er muss nicht warten, bis diese 30 Arbeitstage, 42 Wochentage Krankheit erfüllt sind, sondern wir haben explizit in der DV festgehalten, dass unsere Kollegen auf eigenen Wunsch sich an die BEM-Fallmanager wenden können. Oh ja, also, vielleicht, dass ihr euch nochmal kurz vorstellt, und ich glaube, das ist besser mit dem Mikro, weil ich glaube, das kommt bei allen nicht so ganz gut an. Ne? Ich kann mich stellen. Ja? Ja. Okay, ja, mein Name ist Siegfried Tanking, ich bin beim Landschaftsverband beschäftigt. Bin beim Landschaftsverband beschäftigt und bin Personalratsvorsitzender. Ja, das hört sich jetzt alles gut an.